Ja, willkommen zu unserem fünften Teil mit den Matrixern, Jonathan und Niki. Ja, wie gesagt, heute ist der fünfte Teil der Bewusstseinsreihe und heute geht es um das Thema, das verraten wir euch gleich. Ja, Dualität. Dualität, mhm. Ja, ich war da schon so 2-3 Mal drin in dem Zustand. Einmal mit Butterbrot und zweimal ohne. Mit Butterbrot und zweimal ohne, ja, okay. Ja, mit dem, was halt auf dem Butterbrot war. Ja, was dir einer heimlich draufgetan hat auf dein Butterbrot. Ja, da konnte ich echt nichts dafür halt so. Ja. Jedenfalls war schön und spannend und toll und sehr befreiend. Aber die beiden anderen Male sind natürlich viel repräsentativer, da sie eben ohne Substanz auf dem Butterbrot erlebt wurden. Ein Zustand davon war die Luzidität im Alltag. Darüber haben wir auch ein wirklich extrem spannendes Video gemacht. Der Zustand mit den Loopern und der Luzidität, dass du eben, ja, du denkst eben, du bist wach im Alltagsbewusstsein, aber in Wahrheit durch die Hypnose, die uns auferlegt wurde, schlafen wir alle tief fest. Die meisten glauben, sie seien komplett total wach und erwacht und keine Ahnung, aber sie schlafen alle total tief und fest. Wirklich wach bist du wirklich erst, wenn du die Dualität durchschritten hast, überwunden hast, also wenn du in der Non-Dualität bist. Und ja, Luzidität im Alltag ist so ein Zustand der Non-Dualität, würde ich sagen, also ganz sicher sogar. Und da hast du eben auch Zugang zu Wissen. Du bist in absoluter Klarheit. Und ja, schaut euch das Video mal an über die Lupe und Luzidität im Alltag. So heißt das Video, glaube ich. Und beim zweiten Mal, das war nicht ganz so dramatisch mit den Lupern und der Luzidität im Alltag und der Brücke und den Déjà-vus, was wir alles im Video erklären. Das war eigentlich sehr einfach, die Dualität zu überwinden. Es war ein Zustand des völligen Loslassens der Dualität. Tag, Nacht, Gut, Böse, alles. Ja, männlich, weiblich, alles. Du hast einfach alles komplett losgelassen. Und das Loslassen dauerte nicht mehr als 3 Sekunden. Und plötzlich war ich auf der anderen Seite der Dualität, der Non-Dualität. Und da fällt eben auch alles weg. Was reaktiv ist im Menschen, wie Emotionen oder Gedanken, reaktive Gedanken und Gefühle, da bist du Schöpfer und du bist Agierender und du hast Gefühle, aber du hast keine Emotionen wie, ich weiß noch, ich wollte da wütend sein, irgendwas habe ich in dem Moment erkannt und normalerweise wäre der Mensch ja dann wütend, weil er das vielleicht nicht vorher erkannt hat oder irgendwie irgendwas in die Richtung. Aber du kannst nicht mehr wütend sein, weil du erkennst, dass Wut auch nur die Bewertung des dualen Zustandes ist. Und ja, das war sehr, sehr, sehr befreiend und sehr, sehr ja, erhebend. Nicht im Sinne des Egos, ich bin jetzt besser als die anderen, sondern du bist irgendwie freier, viel, 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 viel freier. Ja, auf jeden Fall. Der non-duale Zustand ist natürlich ein Bewusstseinszustand, der sich aus der Dualität heraushebt. Und du siehst dann das Gute und das Schlechte, das Gute und das Böse, ne? Ja. Das Lichte und das Dunkle, das siehst du dann alles in diesem Zustand. Und du erkennst in dem Moment, dass all diese Bewertungen auch Interpretationssache sind. In Wahrheit ist Licht und Dunkel eins. Da gibt es ja eigentlich keinen Unterschied. Du erfährst ja nur Leid, weil du Glücklichsein erfahren möchtest. Sowas in die Richtung. Du musst diese Dualität irgendwie spielen, um den Gegenpol zu erfahren und zu erleben. Und das finde ich sehr spannend. Und im non-dualen Zustand fällt einfach alles weg. Alle Themen fallen plötzlich weg, alle Probleme, alle Ängste. Denn aus dem non-dualen Zustand erkennst du,
dass das Problem und das Nicht-Problem irgendwie dasselbe sind. Es ist dasselbe. Es ist halt eins. Der non-duale Zustand ist eben so aufgebaut, dass man eben wirklich sieht, wie alles miteinander verwoben ist. Ja. Und diese Verwobenheit aller Ereignisse in deinem Leben beginnen sich dann ganz anders zu strukturieren, wenn du in einen non-dualen Zustand kommst. All deine Erlebnisse aus deiner Vergangenheit werden rekonstruiert und in dem Moment veränderst du auch deine ganze Persönlichkeitsstruktur und du veränderst auch deine ganzen Glaubenssätze, deine Überzeugungen, die du hast. Fallen ja im Grunde alle weg. Ich würde sagen, und 95% wird dann ja einfach wegfallen. Sowas wie, ich bin nicht gut genug oder ich habe es nicht verdient, reich zu sein, das würde einfach wegfallen, weil du ja siehst, du bewertest etwas, du bewertest das System Geld als etwas in reiche und arme Menschen und am Ende ist ja eh alles auf den Selbstwert zurückzuführen. Ich habe nicht genug Geld, weil ich bin ein schlechter Mensch oder was auch immer. Das fällt ja alles weg, die ganzen Glaubenssysteme fallen weg. Das auch. Also der Kopf wird danach sehr, sehr leer. Ja, das macht, das erklärt die extreme Klarheit. Richtig. Und wir bekommen ja auch immer Zuschriften von manchen Leuten, die sagen, ich trainiere die Disso jetzt schon seit einem halben Jahr und ich krieg's nicht hin. Ich krieg's einfach nicht hin. Dann muss man eben schauen, was man so den ganzen Tag so vor sich hin denkt. Was heißt, der Kopf ist einfach noch viel zu voll. Und das muss dann erst aufgelöst werden. Die ganzen Gedankenstrukturen, die ganzen Glaubenssätze müssen geprüft werden. Die Glaubenssätze müssen transformiert werden. Negative Glaubenssätze in positive umwandeln. Begrenzende Glaubenssätze auch in positive Glaubenssätze umwandeln. Klar, das ist eine Arbeit innerhalb des dualen Zustands. Ne? Muss aber sein. Muss ja sein in dem Moment, klar. Man will ja den Zustand erreichen und solange man ihn noch nicht erreicht hat, ist man eben in der Dualität noch mittendrin. Ja, aber es wird weniger. Je mehr du daran arbeitest, je mehr du auflöst, desto mehr kommst du auch in die Klarheit, in die Präsenz und ins Hier und Jetzt. Und irgendwann ist der Schleier zur Non-Dualität, die Brücke, die wird immer dünner. Irgendwann kann man dann wechseln. Ja. Also im non-dualen Zustand erhebt man sich über die Dualität. Und da gibt es natürlich auch bestimmte Stufen. Ja, absolut. Ich würde sagen, es gibt da so drei Stufen, die man erreichen kann. Und die dritte Stufe ist natürlich die höchste Stufe dabei. Und da erkennt man wirklich, dass alles eigentlich nur eine Sache der Perspektive ist. Und dass alles miteinander verwoben ist und zusammenarbeitet. Der einfachste Spruch, wie manche zum Beispiel sagen, ja gut und böse, wenn Gott alles erschaffen hat, hat er dann nicht auch den Teufel erschaffen? Klar, aber die spielen ja auch zusammen, ne? Also als Beispiel jetzt mal, weil das denken ja viele, der Teufel ist böse, der will nur böse Dinge und Gott will immer die guten Dinge. Ja, aber warum hat er denn dann das Böse oder den Teufel erschaffen? Wieso? Weil am Anfang war ja Gott, wie wir alle wissen. Also das wäre mal so an die Fragen jener, die sich mehr mit dem Christentum auseinandersetzen. Warum erschafft Gott das Böse, wenn er im Kampf mit dem Bösen steht? Und da merkt man schon, irgendwas ist da komisch. Und über diese Spur zum Beispiel kann man auch schon ein wenig in die erste Stufe des non-dualen Zustandes kommen. Ja, das weitet sich dann immer mehr aus. Und man merkt das auch im Alltag. Man ist viel entspannter dann irgendwann. Also man nimmt erstens alle die viele Sachen nicht mehr persönlich. Es berührt einen nicht mehr. Man reagiert nicht mehr auf das, was andere vielleicht denken, sagen oder mit irgendwem oder mit einem selbst tun. Weil man nicht mehr bewertet. Man ist da. Es fällt irgendwann immer mehr weg, je mehr du diese Glaubenssätze auflöst. Ja, jedenfalls den non-dualen Zustand zu erreichen, ist wirklich ein großer Meilenstein. Klar, auch jeder kleine Schritt dahin ist schon wirklich, wirklich hilfreich für das eigene Alltagserleben. Denn du reduzierst so Stück für Stück mehr das selbstgewählte Leid und
kommst viel mehr zu dir selbst, kannst dich viel mehr spüren und kommst viel mehr in dein eigenes Energiefeld und ins Glücklichsein. Und, ja. Ja, eben. Der non-duale Zustand zeigt dir nämlich, dass du der Schöpfer bist. Ja. Und ein Schöpfer ist kein Opfer seiner eigenen Schöpfung. Das ist auch wichtig zu verstehen, um in den Zustand der Non-Dualität zumindest in die erste Stufe zu gelangen. Da siehst du eigentlich sogar, dass du immer beides spielst. Ja, richtig. Da erkennst du nämlich, dass du beide Rollen spielen kannst. Und ein Schöpfer ist eben jemand, der spielt, der gerne spielt, der gerne erschafft. Und der non-duale Zustand zeigt dir also, du bist der Schöpfer und alles, was du unmittelbar in deiner persönlichen Realität erfahren hast und erfährst, deine Schöpfung ist. Es geht ja auch gar nicht anders, denn du bist ein Schöpferwesen. Und niemand anders kann das für dich erschaffen. Und das ist eben ein wichtiger Punkt. Natürlich anhand des Alltagszustandes, mit der ganzen Dualität, dem Guten und dem Bösen, mit den ganzen Tricksereien, gerade die jetzt in der Gegenwart so viele stattfinden. Mhm. Klar, es ist ein riesiges Spiel. Ein Spiel zwischen Hell und Dunkel. Sie bekämpfen sich, die einen sind auf der Seite, die anderen auf der anderen Seite. Die einen denken, die anderen wären die Bösen, die anderen denken, die wären die Bösen. Das war ja auch früher im Mittelalter in den Kriegen so. Jeder König hatte eine Armee, aber auch einen Priester. Hm. Und jeder der Armee hat seinen Priester auf einen Berg gestellt und hat gesagt, Gott, hilf uns in diesem Kampf zu siegen. Ja, aber die andere Armee hat das auch gemacht. Also da merkt man vielleicht so eine Spur dessen, was eigentlich der non-duale Zustand eigentlich einem mitteilen kann. Ist auch ein bisschen ironisch so, ne? Ja, auf jeden Fall. Ne? Ja, jeder meint, er wäre auf der lichten Seite. Ja. Ja. Und ja, man hat ja auch schon Babys getestet. Ne? Man hat den ja mit Monstermasken irgendwie versucht, das Baby zu erschrecken. Das Baby hat sich nicht erschreckt. Das Baby hat gelacht. Bei einer Monstermaske. Ja. Stell mal vor, du gehst nachts aufs Klo und dann steht einer mit so einer Monstermaske vor dir. Ja, ob du dann auch lachst. Ja. Und da merkt man eben, dass das alles konditioniert worden ist. Das Gut und Böse Denken. Ja, ich erinnere mich noch an den einen Traum, wo da so eine Alienfrau war. Da ging das gerade mit Corona los und da meinte sie, da stecken alle unter einer Decke. Aber im Kleinen wie im Großen, ne? Alle stecken unter einer Decke. Auch die lichte Seite und die dunkle Seite aus höherer Perspektive arbeiten die auch zusammen. Ja. Die stecken auch unter einer Decke. Ja. Und man muss eben dahinter kommen. Und dann sieht man, dass eigentlich alle zusammenarbeiten in dem Sinne. Ja, zu erkennen, dass das Leben ein Spiel ist, ist auch Teil des non-dualen Zustandes. Ja. Denn wenn du beispielsweise ein Computerspiel spielst und du spielst mal die gute und mal die böse Seite, betrachtest du dich ja nicht deshalb als böse, wenn du mal die böse Seite übernimmst. Ja. Und du betrachtest dich nicht als wunderlich wie gut, wenn du mal die gute Seite spielst. Sondern es ist ein Spiel. Ohne eine Bewertung für dich. Das Einzige, was du daran bewertest, ist eben das Gefühl, es macht Spaß, das Spiel zu spielen. Und wenn dir das Spiel keinen Spaß machen würde, dann würdest du es auch erst gar nicht spielen. Ja, jedenfalls ein extrem spannender Zustand und ein sehr wichtiger Meilenstein, finde ich, der definitiv aus dem Weg, auf dem Weg raus aus der Matrix erreicht werden muss. Zwangsläufig. Ohne kannst du die Matrix in dem Sinne nicht verlassen.